Willkommen zurück zu Kill the Bad Guy. Wir müssen jetzt Albert Fisch aus Brooklyn töten. Albert, ein Koprophiler und Urophiler, Pädophiler und Sadomasochist, begann damit, kleine Jungs zu vergewaltigen, machte mit Prostitution weiter und ging schließlich dazu über, Kinder zu töten und zu kastrieren. Gelegentlich schneidet er sie sogar in Stücke, um sie zu kochen und zu verspeisen. Manchmal schickt er den Eltern einen Brief, in dem er die Folter ihres Kindes in allen blutigen Einzelheiten beschreibt. Anmerkung, dieser Bad Guy hat es tatsächlich gegeben. Was ein kranker Mensch. Okay, wir haben hier Bäume, die wir zersägen können, aber sonst. Oh Gott, das muss man so. Okay, jetzt ist dieser. Der läuft ja nicht lang. Was? Wie, der läuft ja nicht lang? Ah, der ist jetzt schon ready. Gut. Komm. Okay. Das. Bitte, Bitches, kill us dead. Gut, wir müssen. Nein, der geht nicht. Passport. So, welcher Baum wird nicht gesehen? Der hier. Das scheint jetzt eine Art Warterei zu sein. Irgendwann wird er wahrscheinlich da hinten rumlaufen. Ich weiß wie. So. Ist der Baum hier präpariert? Ja. Verdammt, da läuft einfach dran vorbei. Okay, vielleicht müssen wir irgendwie alle Bäume in die Richtung absägen. Denkst du auch, what the fuck, ist hier los? Leute, jetzt kommt er nicht dran vorbei, oder was? Jetzt läuft er da rum. Jetzt müssen wir gerade so rechts abbiegen. Jetzt. Das hat nicht geklappt. Wieso nicht? Was kann man hier noch machen? Kann man die irgendwie die Autos? Nein, die Autos! Aha. Kann das Auto manipulieren? Lol. Und jetzt? Wo ist es hin? Auto. Reicht nicht so ganz. Okay. Ich habe das Auto müssen wir irgendwo hier so, damit er da so in die Richtung guckt oder sowas. Wenn er näher an die Straße geht oder so. Das wäre vielleicht eine Idee. Das wäre vielleicht eine Idee. Okay, es ist schon. So. Oh.
So, jetzt Auto, Auto. Hat er nicht gesehen. Mann. Oh. So, fällen wir mal die Bäume aus. Oh, oh, oh. Bist du beim Sex oder was? Fuck. Ich hab's verpasst. Oder? Verfickte Kameras hier, Mann. Da läuft auch nicht so nah an den Bäumen vorbei, als dass man da irgendwie was machen könnte. So, nochmal. Jo, klar. Das heißt, die muss man auch fällen. What the fuck? Gut, 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 gut. Dann fällen wir halt die Bäume. Kill the bad guy. Tadadam, bam, bam, bam. Jetzt braucht er da 1000 Jahre, um mal um den Baum herum zu... Oh, ist der dumm. Ich glaube, bei der nächsten Durchfahrt muss ich den dann... Ne? Wieso nicht? Warte, wenn ich das... Boah, die Idee. Die Idee. Glaube ich. Oder so. Was passiert, wenn ich den auf die Straße schicke? Ja. Ja, ja, genau so. Und jetzt pass auf. Jetzt schicken wir den Bad Guy da dran vorbei. So ungefähr. Ich weiß halt nicht genau, was jetzt passiert. Ich habe so eine Überlegung, dass der Baum sich vielleicht so drehen könnte. Oh. Oder auch nicht. Wieso ist er so groß auf einmal? Hier ist der Passport, genau. Also der Pass, der Ausweis. So, schauen wir gleich nochmal, was passiert. Vielleicht ist es nicht richtig. Das ist aber ein Ansatz, eine Idee. Schätze ich. Komm, komm, noch ein bisschen. Das tötet ihn nicht, das ist zu weit weg. Gut, dann müssen wir ein bisschen anders das Ganze. Kill the bad guy. So, Auto, komm noch mal her. Das macht einfach nichts. Das. Ich verstehe das nicht. Außer man muss den vorher hinlegen. Schauen wir mal an, was passiert, wenn wir den vorher hinlegen. Wie läuft er dann? Seit wann läuft er da? Ja klar. Man muss hier den ganzen Weg umstoßen. Schön, dass man nicht jedes Mal alles neu machen muss. Eventuell kann man damit... Ich hab doch hier auf Geschwindigkeit gedrückt, Mann!
Dann, dann, bam. Oh. Ja, Auto? Hm. Was? Warte. Läuft er auf die Straße? Er läuft auf die Straße dann. Und dann können wir, ihn mit dem Auto erwischen. Hoffe ich. Oh. Oh. Gut. Endlich haben wir es, glaube ich. Er ist nicht so offensichtlich gerade. So. Lauf mal Richtung Straße, bitte. Kaputte Fenster, musst du Stress schmeißen. So. Da hat er keinen Bock, schon vorbeizulaufen. Gut. Oh. Ist das nicht zu spät gewesen? Wow, der Zahn! Ja, ich hab ihn gefangen. Woohoo, ich bin der Shitte. Shit. Wow, yeah. So geht das, Leute. Chuck. Oh, hier kann ich Blickwinkel verändern, oder was? Oh, yes. Nice. Wenn man das so Sekundärziel irgendwie erreicht. Ich weiß nicht wie. Jackie. Er war mit seiner Mutter im Bett, dafür hat er einen elektrischen Stuhl verdient. Ah ja. Jackie liebt zwei Dinge im Leben, Autos und Alkohol, beides mit A von, eine Alliteration sozusagen. An einem herrlichen Samstag im Frühling setzte er sich nach ein paar Drinks zu viel in das Steuer. An jenem Abend starben zwei Kinder und eine Frau wurde bis an ihr Lebensende körperbehindert. Heißt es nicht körperlich behindert dann? Zum Glück ist dem Auto nichts passiert. Ja, natürlich, das wäre das Schlimmste, wenn dem Auto was passiert. Meinst du nicht auch, dass es an der Zeit ist, dass auch Jack einen kleinen Unfall hat? Ja, na klar, oder? Oh, hier ist die Polizei. Wir dürfen nicht auffallen. So, mal kurz gucken. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Wahrscheinlich muss ich das dahin legen, damit er nicht auf die Idee kommt, hier reinzulaufen. Das ist der Passport. Wie läuft er überhaupt? Ich verstehe, der Hund muss dahin. Oder? Kann ich auch die Polizeiautos sabotieren? Nein. Ah, fuck. Oh, wie knapp. Nein, verdammt. Zahn. Jo, ich hatte den doch fast. Vor allem das Auto fährt durch das andere hier durch. Was soll das? Schade, ich konnte das Sekundärziel mit dem elektrischen Ding nicht machen. Ich weiß aber auch nicht wirklich nicht, wie da Freddy. Ja, wie das ginge. Okay, wir müssen nebenbei die Autos zerschrotten. Freddy ist ein Serienmörder, der ein einzeln stehendes, verlassenes Haus bewohnt. Augenzeugen unter den örtlichen Farmern berichten, dass er stets eine Maske trägt. Angeblich hat er schon 5 Gruppen von Studentinnen massakriert, die sich in die Nähe seines Heims verirrt haben. Jedes Mal lief die Geschichte aufs Gleiche hinaus. Die Gruppe trennte sich und die hübschen Studenten wurden eine nach der anderen niedergemacht. Willst du auf Freddy Teil 27 warten oder endlich was unternehmen? Sind das nicht nervös macht, dass da ständig die Autos hier irgendwie. Da ist der Pass.
Komm mal her, mein Hübscher. Ach, fuck, ich habe die Kamera vergessen. Bullshit. Jetzt muss ich alle neu sabotieren, ey. Das ist so umständlich. Da hab ich nicht drauf geachtet. Das wird ja auch nicht standardmäßig hier eingeschaltet, Mann. Das ist sehr gemein. Setz an! Passport! Yeah! Da-dam, da-dam. Da-dam, yeah! Oha! Das erste Level, wo wir alles geschafft haben. Nicht schlecht. Nicht schlecht. John Doe. Sonst wo. Sekundärziel. Einer der Schaulustigen ist etwas schüchtern. Lass ihm etwas zu essen kommen. Dann nimmt er vielleicht auch an der Party teil. Ah ja. John kann es einfach nicht lassen. Immer wenn es im Schwimmbad am vollsten ist, muss er Rückenschwimmen trainieren. Also deswegen müssen wir den töten. Okay, okay, langsam wird's absurd. Okay, was haben wir hier? Melone. Ah, okay. Ist das schüchtern? Hier ist ein Seil. Das können wir da dran machen. Da ist der Pass. Ich habe eine Idee. Ja, ist okay. So, wie kommen wir an dieses Baguette hier? Hä? Klappt das, oder? Wie kriege ich das mit dem Essen hin? Fuck. Oh shit. Oder was meinen die damit, lass da was zu essen kommen? Kill the bad guy. Denkt sich, what? Fuck! Wie krieg ich Spaghetti? Wie krieg ich Spaghetti? Krieg ich noch eine Melone? Hallo? Ach, guck mal, hier ist noch... Das ist doch viel besser. Als... So wie wir das... Ach, guck mal, hier ist sogar noch ein Seil. Zack, dran. Wie kommt man ans Baguette? Nein, jetzt hatte ich so was. Langsamer drücken. Oh, komm schon. Jetzt habe ich niemanden im Lohne. Och klar, wieso kriege ich das nicht hin mit diesem Katapult-Scheiß?
Okay, Leute, wir versuchen Level 18 dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, euer Schmidt.